Herzlich willkommen, allen Freunde. Oh mein Gott, mein Nook verunklingelt. Mal gucken, wer da dran ist. Ich habe da gerade ein Geschenk gesehen, deswegen müssen wir... Hallo? Attackchen habe hier. Hoffe mal, ich störe nicht oder so. Ich wollte hier bei deinem Besuch im Fotostudio noch was sagen. Hab's aber total verschwitzt. Und zwar allgemein zu den Leuten, die du dorthin einladen kannst. Da gibt's noch was Besonderes. Von denen kann ich nämlich Porträts knipsen und diese als wunderschöne Poster drucken lassen. Die Poster werden dann alle bei Nook Shopping verkauft. Schau mal rein, vielleicht gefällt dir ja was. Also dann, halt die Ohren steif und besuch mal wieder meine Insel. Ja, tschüssi. Oh cool, ich dachte, es wäre was Interessanteres gewesen. Aber es war nur das. Okay. Dankeschön, das hat sich ja gelohnt hier. Ich muss aber ganz, ganz schnell das Geschenk holen. Oh Gott, das ist irgendwo... Da hinten ist es. Leute, da hinten ist es. Oh mein Gott, kriegen wir das noch? Ja, ja, kriegen wir locker. Locker, flockig. So. Dann war ich hier mal kurz. So, bam. Oh, ich hoffe ein Sommerrezept. Es gibt nämlich Sommerrezepte auch. Sommermuscheln auch. Ne, die haben wir, glaube ich, schon gesehen. Muschelstab. Oh, cool. Muschelstab. Kann ich meinen Fischstab endlich mal wegtun. Und wann gibt es eigentlich mal wieder ein Insektenturnier oder sowas? Das gab es auch schon lange nicht mehr. So. Komm mal her, Fisch. Vielleicht bist du was Neues. Nee, bist du nicht. Okay. Ist Rainer eigentlich da? Nee, ist er auch nicht. Okay. Achso, stimmt, da oben habe ich ja noch gar nicht weitergemacht. Genau. Ich werde jetzt nur noch aufnehmen, wenn irgendwas Interessantes passiert. Oh, ich habe keinen Schaufel mehr. Okay, dann gehen wir erstmal einkaufen. Denn, ja, an meiner Insel gerade herumzubauen, habe ich eher weniger Lust, leider. Weil ich halt wirklich nur auf die Pilzmöbel warte. Und das ist halt leider erst im Herbst. Erst im Herz, ey, wir können aber außen herum gehen, damit wir noch ein paar Fische mitnehmen. Komm her, kleiner Fisch. So. Ach, noch so einer. Wow, eine Karausche. Naja. So, haben wir hier vielleicht noch einen Hai irgendwie schwimmen. Dich nehme ich mit. Habe ich noch ein Rezept, was ich hier hinschmeißen kann? Nee. Okay. Insekten habe ich irgendwie überhaupt keine gesehen. Also keine, noch keine neuen. Oh ja, Mischka. Mischka hat Spaß. Mischka hat mal wieder Spaß. Das freut mich auch für sie, dass sie immer so glücklich ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, wir haben noch Platz. Hier ist auch kein Fisch. Ah, da hinten wäre einer. Den brauche ich aber nicht. Denn die Flussfische, die fehlen mir noch. Und ich glaube, ein Hai. Hammerhai, glaube ich. Oh, da hinten ist keine blaue. Okay, dann können wir mal eben hier einkaufen gehen. So, ich brauche eine Schaufel. Eine Schaufel. Ach, ich habe gestern den ganzen Tag Tote Mädchen und Lügen nicht gesehen. Und ich muss sagen, die vierte Staffel, die war echt grandios gut. Also wirklich. Falls ich nicht spoilern darf, ne, dann hört mal kurz die nächste Minute nicht zu, ja. Ab jetzt. Die ganze Staffel handelt sehr, sehr um Rassismus und Akzeptanz. Mir kommt es sogar ein bisschen so vor, als hätte Netflix irgendwie den Aufstand momentan angezettelt. Aber natürlich nicht, ne. Und ja, es gibt nicht so harte Szenen wie in 1, 2 und 3, würde ich sagen. Also hart, ne? Also mit brutalen Szenen. Die... Also nicht sowas wie eine Selbstmord-Szene oder sowas. Die gab es diesmal nicht. Aber die musste es auch nicht geben. Denn es war echt wirklich spannend, informativ und alles Mögliche. Ich finde es halt noch ein bisschen seltsam, dass... Ich will euch echt nicht spoilern, Leute. Ich will euch noch nicht spoilern. Vielleicht rede ich nächsten Monat nochmal drüber. Oder in 6 Monaten oder sowas. Dann habe ich mir jetzt eine Angel gekauft. Nee, ne? Gut, ich habe mir eine Schippe gekauft. Kurz Angst. Den hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Ja, ja, sing du da mal. Du singst, ich laufe hier rum. So, wie viel Platz habe ich? Oh, noch 4.
Dann gehen wir mal eben hier shoppen. Ding. Ach, Pamela, kannst du nicht mal ausziehen, bitte. Bitte, irgendwann musst du auch mal rausgehen. Irgendwann. Und wie viele Nachrichten bekomme ich eigentlich die ganze Zeit? Das geht mir auch momentan auf den Keks. Oh, möchtest du den Umkleideraum verwenden? Ja. Nächste Woche, nee, nächste Woche, übernächste Woche wird es vielleicht ein bisschen schwer mit Animal Crossing. Aber ich hoffe, ich schaffe es trotzdem. Oh. Denn ich ziehe ja nächste Woche um. Generell mit Videos wird es vielleicht ein bisschen schwieriger für die Woche. Aber danach müsste es eigentlich gehen. Es sei denn, mein Internet ist nicht gut genug in der neuen Wohnung. Dann muss ich nochmal bei Telekom anrufen und mich beschweren. Denn ich muss leider wechseln von Unity Media, beziehungsweise jetzt Vodafone, auf Dingsybums. Ja. Super, ich sehe super aus, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Danke, Tina, dass du das auch so siehst. Super. Dann habe ich gestern, nee, heute habe ich dann die Legende von Korra angefangen. Mal wieder. Weil ich wollte irgendwie doch die Serie nochmal sehen. Irgendwie muss sie mir dann doch am Ende gefallen haben. Auch wenn ich Avatar-Serie, glaube ich, besser fand, also die Originale. Aber die hatte halt auch was. Ach, da unten war. Zack. Ich glaube, ich bringe mal eben die Sachen nach Hause und danach gehen wir kurz ins Museum und bringen Fossilien weg. Ich finde, der Soundtrack ist hier nicht ganz so ansteckend wie im Hauptmenü. Im Hauptmenü hat man ja dieses klassische. Nee. Nee, weiß ich gerade selbst nicht mehr, Leute. Wir gehen mal zu Misusu. Misusa. Misusa. Oh. Das wäre eine Blume. Hi, Kleine. Moritz, welch Freude träumen. Heute bin ich früh aus den Federn gekommen und habe schon viel erledigt. Das fühlt sich gut an. Sehr schön. Na nun, stimmt etwas nicht, träumen? Hm, oh, wie ich sehe, hast du dein Domizil um einen Keller erweitert, Moritz. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, was genau bewahrst du dort eigentlich auf? Du musst die Frage nicht unbedingt beantworten, aber ich habe eine lebhafte Fantasie, träumen. Okay. Na nun, stimmt etwas nicht, träumen? Moritz, bist du zufällig auf dem Gebiet des Insektenfanges bewandert? Die Libellenflügel begeistern mich nämlich sehr wegen ihrer schönen Muster und Farben. Darum hätte ich gern so ein Tier. Als Vorlage, könntest du mir eine Libelle fangen? Oh ja, mach ich. Okay, dann fangen wir für heute den wohl begehrtesten Bewohner von Animal Crossing aktuell. Dann fangen wir mal an. Eine Libelle für die süße kleine Maus. Aber erstmal muss ich hier Inventar Platz machen. So, ins Lager. Ich habe nämlich hier dieses Hochzeitsevent. Habe ich ja gemacht. 13 haben wir noch. Konnte jetzt letztens nichts kaufen. Die Fische, ja, die nehme ich auch mal einfach mal mit. Dann kann ich die im Notfall verkaufen. So. Die Muscheln würde ich halt ganz gern behalten, weil es sind, glaube ich, 2, 3 Muschelnarten neu dazugekommen. Und die habe ich nämlich noch gar nicht. Ist ja irgendwie nicht neu und ich hatte einfach nur Pech. Das kann natürlich auch sein. Gut, dann gucken wir mal eben hier nach Fossilien. Wie viele wir hier haben. Oh, eine Menge. Tatsächlich. Vielleicht haben wir Glück und haben das letzte Fossil endlich. Das wäre echt gut. Das wäre echt schön, ne? Steht ja eigentlich auch irgendwo, wie viel Platz man hat. Also, im Lager? Nee, ne? Alter, kann ich alle mitnehmen? Ich kann alle mitnehmen. Ich weiß es nicht. Oh, ganz knapp. Okay, wir gehen erstmal zu Eugen, bevor wir... Ist er denn, wir finden die Libelle vorher. Dann schmeiß ich den Stock mal eben raus. Aber hier, nicht, dass ich den Boden da wegmache. Das wird mich nerven. So, super. Dann... Wo ist mein Cashy? Da ist mein Cashy. Libelle, wo bist denn du? Du bist kein Libelle, du auch nicht.
Ah, da hätte ich runtergehen können. Stimmt. Ja, ja, sing du da mal schön. Oh, die Bällen fand ich immer schön. Ich weiß, am See, da sind die immer sehr, sehr dicht am Wasser geflogen. Das fand ich auch immer sehr interessant, dass die das tun. Dass sie nicht Angst haben, da irgendwie unterzugehen. Also irgendwie nass gespritzt zu werden und dann sind sie schau Kakao. So mäßig, ne? Okay, ich muss mal hier eben noch was wegschmeißen, damit ich Platz hab. Wir haben zwei Gießkannen mit, dann kannst du auf jeden Fall hier platziert werden. So. Und den Sprungstab, den brauche ich eigentlich auch nicht. Ach, hier ist kein Platz oder was. Dann hier. Ablegen. Bitteschön. So. Holen wir noch eben die Fossilien hier. Zack. Düdüm. Und dann noch hier. Ich habe auch schöne Inseln gesehen, da hatten die am Anfang die Berge überall hingemacht. Dass das so eine Art kleines Tal ist, wo die Stadt dann ist. Das ist auch eine schöne Idee tatsächlich. Darauf bin ich leider nicht gekommen. Die Idee finde ich echt gut. Ach, guck mal, das ist eine Libelle. Oh. Erstmal hier falsch ausgerüstet. Mann, wieso denn hier eigentlich? Oh. Nein! Wo bist du? Na, oh Gott. Nein! Och nee. Egal. Mach ich gleich, oder? Wie viel Platz habe ich? Hätte. Oh, ich hätte noch Platz. Für die. Oh, ich gehe da jetzt hinterher, Leute. Ich gehe da hinterher. So, Libelle. Komm her. Mann! Oh Gott, ey. Ich hab sie, ich hab sie. Oh, alter Schwede, ey. Du nervige Libelle, ey. Sehr gut. Dann muss ich aber noch was... Oh, kann ich dich freilassen? Na, platzieren, komm. Oh! Sieht aber schön aus. Ich wollte auch früher mal ein Aquarium haben. Aber ich glaube, das ist aber viel zu viel Arbeit. Auch wenn es echt schön ist. Und ich wollte mal eine Schildkröte haben. Aber dafür hatten wir nie Platz. Ah, viel. Oh, da hätte ich eigentlich echt Bock drauf auf eine Schildkröte. Ich wollte immer zwei Schildkröten haben. Habe ich nie bekommen. Wir waren kurz davor, welche zu holen, aber dann kam noch ein Umzug im Wege. Und dann, ja, leider nicht mehr. Ja. Fossilien analysieren. Ach, sind nur 22, würde ich schätzen. 4, 6, 10, 10, 13, 16, 17, 20, 24 sind sogar. Bitteschön. Nee, nicht nur ein Pfund. Als ob, schade. Schade, schade. Wir brauchten noch einen T-Rex-Kopf, ne? War das so? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich frage mich gerade. Wartet, Leute, ich muss mal ganz, ganz kurz was nachgucken. Ich glaube, ich habe was Böses gemacht. Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah, doch. Nee, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, Leute. Alles in Ordnung. Ist nichts passiert. Okay. Dann gehen wir mal. Ach so, warte. Lass mal eben kurz durchgucken. T-Rex. Scheint nicht dabei zu sein. Okay, dann nicht. Dann nicht. Dann kein T-Rex-Kopf. Dann verkaufen wir erstmal eben. Ah, da ist sie.
Nee, das siehst du doch nicht. Hallo Nepp und Schlepp, ich brauche Geld. Geld, Geld, wie es mir gefehlt. Ja, hallo. Hier was verkaufen. Ich habe hier das, das, das. Ach, ich hatte jetzt außerdem 3 Tage hintereinander. Oh ne, ich habe jetzt 2 übersehen. Wow. Bin also cool. 3-mal hintereinander diesen komischen Sommerventilator, ja? Da dachte ich mir auch nur so, wow. Habt ihr nur dieses Möbelstück oder was? So wenig? Also ich habe mir jetzt schon ein bisschen mehr hier vorgestellt, ne? Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, Misusu, wo bist denn du? Ich habe dich da gerade gesehen, ich weiß, aber ich frage jetzt, wo du jetzt bist. Du bist immer noch. Hi. Hoho, und schon sehen wir uns wieder hier, dein Insekt. Guck mal, eine Königslibelle für die Königin. Hier, ihr könnt gerne Kinder machen. Ja, 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 ja. Ja, da guckst du, ne? Da staunst du. Oh, sie bekommen was Schönes. Restauranttafel. Oh, danke schön. Das ist cool. Das ist echt cool. Kann man die umgestalten? Wir gucken mal direkt. Aber immer wenn ich Animal Crossing spiele, ne, vergeht die Zeit so schnell. Das ist echt unglaublich. Oh ne, kann man nicht. Okay, dann stellen wir sie so draußen auf. Wurde eigentlich in einem Part für morgen aufnehmen, aber wegen dem Ring. Und morgen wäre dann Insektenjagd gewesen. Aber naja. So. Okay. Cool. Okay, Leute. Das war's mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns dann, ich denke, dann übermorgen. Und bis dann. Euer Kamito. Haut rein. Rechts ist auch die Playlist verlinkt. Tschüss.